der letzte direkte Schritt, wo wir also unser Ersatzparameter alle haben. Das ist jetzt IQ-Ersatz. Das hier ist ZI-Ersatz. Ja, das hat nur den aktiven Zweipol zwischen den Klemmen A und B berechnet und der komplett vollständig bekannte XC2. Wenn wir jetzt IC berechnen wollen, können wir hier ganz einfach einen Stromteiler ansetzen. Und das ist ja der Strom, der hier auf diese Parallelschaltung aus ZI-Ersatz und XC2 einfließt. Der komplexe Stromteiler ist Teilstrom zu Gesamtstrom, wie der nicht vom Teilstrom durchflossene Widerstand. Das ist unser ZI-Ersatz zum Ringwiderstand. Das ist ZI-Ersatz plus, formal schreiben wir jetzt JXC2. Und wenn wir das jetzt einsetzen, sehen wir gleich, was passiert. ZI-Ersatz hatten wir hier. Das sind 2,356 Ohm bei 17,94 Grad durch, ja, hier gleich nochmal das gleiche, 2,356 Ohm bei 17,94 Grad plus, und das ist JXC2. XC2 selbst ist negativ, also wird aus diesem hier aus diesem Blindwiderstand ein negativer Blindwiderstand, so wie es auch bei einer Kapazität üblich ist. So, das ist der komplexe Spannungsteiler. Den tippen wir hier durch. Das sind also 2,356 bei 17,94. Moment. So. 17,94 geteilt durch Klammer auf 2,356 bei 17,94 Grad minus 2J Klammer zu ist gleich. So, wir bekommen den komplexen Teiler von 0,9140, habe ich hier, bei 47,56. Und 47,56 Grad. Und der allerletzte Schritt. Wir lösen den Stromteiler auf. Das ist natürlich einheitenfrei. Das ist hier ein Verhältnis, komplexes Verhältnis. So, und das ist natürlich dieser Teiler 0,9140 bei 47,56 Grad mal IQ-Ersatz hatten wir hier oben. Das sind die 19,028. Ampere bei 48,75 Grad. Da können wir das gleich drin stehen lassen. Die 9,140. So, ich mache hier gleich mal diese 19,028 bei 48,75. Herauskommt 17,39 Ampere und der Winkel ist 96,31 Grad. Das ist schon alles. Das ist IC und damit haben wir die Aufgabe gelöst.